Wir sind wieder auf den YouTube-Inseln und heute will ich mein allererstes Haus bauen. Ja, richtig gehört. Es geht heute richtig krass ab und am Ende habe ich jemanden ganz Besonderen noch getroffen. Deswegen bleibt unbedingt dran. Ich nehme euch jetzt erstmal mit auf eine große, große Farming-Tour, denn ich möchte eine Insel bauen. Für eine Insel braucht man natürlich auch erstmal einen stabilen Boden. Was bedeutet, dass ich mir erstmal eine Unmenge an Gras zulegen werde, beziehungsweise Dirtblöcke, um sie dann später zu platzieren, um eine große, große Fläche machen zu können für meine Insel. Okay, Leute, ich habe jetzt mehr als 10 Stacks von Dirt. Ich glaube mal, damit kann ich auf jeden Fall was anfangen. Wir werden sehen. Auf zu meiner Insel. Und dann würde ich jetzt einfach hier beginnen, die Form zu machen. Und da das jetzt hier so ein bisschen aussieht wie so ein Klotz, der da hier einfach nur so in dem Wasser rumschwimmt, mache ich jetzt am besten noch so ein paar Ecken und Anhöhungen, dass es wirklich ein bisschen aussieht nach Insel. Okay, die Form gefällt mir richtig gut, Alter. Was sagt ihr dazu? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich finde das hier mega krass. Ich könnte hier noch ein paar Anhöhungen machen. Aber ich brauche auf jeden Fall noch irgendwas mit Silk Touch, damit ich hier alles grün verwandeln kann, weil das gefällt mir jetzt hier noch so nicht ganz. Aber selbst dafür habe ich eine Lösung. Dafür muss ich einmal erst in den Alpha Tower. Was auch immer hier schon wieder passiert. Dann brauche ich ein, zwei von den ganz normalen Grasblöcken so. Und wenn ich das jetzt hier austausche, dann sollte sich das natürlich auch in Grünfläche alles verwandeln können. Mal schauen, wie lange das alles brauchen wird. Sollte hier irgendwas noch angepasst werden, dann habe ich auf jeden Fall noch genug Blöcke, um das zu tun. Aber aktuell bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden mit dieser Fläche hier. Also hier kann man bestimmt was richtig Geiles bauen. Weil ich habe auch vor, hier unter dem Wasser dann noch irgendeinen Geheimgang zu machen oder irgendwie einen geilen Keller, wo ich dann alles lagern kann oder sowas. Die Sonne geht unter, das heißt, wenn es dann wieder hell ist, gehe ich in den Dschungel und hole mir ein paar Dschungelsetzlinge und hier geht es sogar schon los mit dem Gras verbreiten hier. Finde ich mega geil. Ich bin super gespannt, wie das alles hier wird. Ein paar Eichenholzsetzlinge kann ich schon mal hin platzieren, dass ich nachher genug Holz habe, aber der Plan ist definitiv, es mit Dark Oak zu machen. Ich weiß auch schon, wo ich die Schwarzeiche finde. Oh, ich sehe gerade, hier sind Magma-Blöcke, die will ich auch benutzen. Nicht nur wegen einem Wasseraufzug eventuell später, sondern, hier ist ein Goldblock, sondern auch als Fixierung vorne dran, damit keiner sich mit mir anlegt auf der Insel. Weil, wie ihr wisst, bin ich ja die rechte Hand von Timmy, beziehungsweise vom Alpha-Clan und das gefällt mir richtig, richtig gut. Und da haben wir das Dschungelbiom. Sehr nice. Denn was bringt eine Insel ohne Palmen? Und ich finde, aus Dschungelholz kann man die besten Palmen einfach machen. Ich musste nochmal kurz zurück, weil ich total vergessen habe, eine Schere zu machen, weil ich brauche natürlich auch die Blätter davon, deswegen wieder zurück. Zurück im Dschungel nehme ich jetzt die ganzen Blätter einmal mit. Oh, das ist immer so satisfying, Alter. Als würde ich in Takis reinbeißen. Okay, dann versuche ich meine allererste Palme jetzt. Das ist sie nun, die Palme. Ist so eine 6 von 10, würde ich mal sagen. Ich habe hier mit den Stufen noch ein bisschen was rumprobiert und so. Ich hübsch das mal hier nochmal mit ein paar Blättern aus. Dann wirkt der Baum ein bisschen dynamischer, würde ich mal behaupten. Aber ansonsten bin ich recht zufrieden hier mit der Palme. Währenddessen sind auch die anderen Bäume hier ein bisschen gewachsen. Aber mir ist auch aufgefallen, dass ich zuerst lieber das Haus an sich bauen möchte, statt mich um die Umgebung zu kümmern. Ich glaube, das mache ich danach, wenn dann erst. Darum packe ich mal das ganze Tropenholz wieder weg, sammle hier mal den Rest so ein. Die Setzlinge mache ich jetzt auch einfach mal weg, nicht, dass sie mich stören, so wie jetzt gerade eben. Ja, jetzt nochmal ohne die ganzen anderen Blätter. Ich finde den doch ziemlich geil. Also gefällt mir. Ich glaube, davon platziere ich noch ein paar, wenn ich mein Haus fertig gemacht habe. Gefällt mir richtig gut. Ich mache hier noch eine Stufe hin. Ja, doch, doch, doch. Nice. Ich habe ein Problem. Ich war gerade in der Creeper-Farm, um meine Elytra zu reparieren und jetzt sind hier zwei Creeper. Oh nein, nicht an meiner Palme. Okay, okay. Der zweite. Okay, wir machen das. Okay, ich habe ihn. Ich habe ihn. Oh. Ey, ich habe gerade richtig hart gezittert, Alter. Weil die Palme sieht echt nice aus, hier auch in der Nacht. Aber das war auf jeden Fall ein richtig guter Weckruf, um hier definitiv die Basis auszuleuchten. So, ich denke mal, das wird danach nicht mehr passieren, wenn ich jetzt hier alles drin habe. Okay, nice. Hier wird auch alles langsam immer grüner. Das gefällt mir richtig gut. Und Schwarzeiche habe ich natürlich auch besorgt. Und ich möchte das ungefähr hier anfangen und dann so übers Wasser ragend weiterbauen sozusagen. Dass ich dann irgendwo auch noch einen Geheimgang machen kann. Also würde ich erstmal hier so eine Anhöhe machen, dass man so eine Treppe nach oben machen kann. Denk mal, ich mache die 1, 2, 3. Ich mache die so 3 breit. Dafür brauche ich dann natürlich aber auch noch Steine. Ein bisschen Bruchstein besorgt und dann geht das Ganze hier auch schon los. Das ist natürlich ein bisschen ineffizient, was ich hier mache, aber ich habe einfach Bock auf eine richtig nice Steintreppe. Da mache ich mir nämlich hier einmal richtig eine nice Steinsäge und kann dann später die geilsten Muster daraus machen. Hier unten lasse ich übrigens gerade Glas durchbrennen, dass ich natürlich auch was Nices zum Sehen habe. Aber ich will natürlich kein normales Glas, sondern schwarz gefärbtes Glas. Das sieht nämlich ultra nice aus und ist einfach perfekt für den
Alpha-Clan. Denn ich finde, diese Treppe hier sieht super nice aus. Nächste Schicht. Zack, zack, zack. Bam, bam, bam. Dann so richtig nice Laternen hier hin. Oh mein Gott, sieht das geisterkrank aus. Und dann baue ich hier einen Weg entlang über den Steg. Das wird dann sozusagen der Hausflur. Also wenn man hier reinkommt, dann ist hier erstmal der Flur. Und die Wohnfläche wird dann hier über dem Wasser stattfinden. Also bis jetzt nimmt es extreme Form an. Ich probiere mich gerade noch ein bisschen aus. Deswegen gibt es gerade aktuell noch keine Timelapse, sondern nur ein paar Sprünge, wenn ich mal wieder was Neues entdeckt habe. Und ich glaube, wenn wir hier solche Schrägtreppen noch hin machen, sieht das auch bombastisch aus. Das ist ja nice, so kleine Fundamentstütze hier. Oh, und dann hat man hier den Durchgang. Ja, man läuft hier rein. Kann ich auch direkt die ersten schwarzen Glasscheiben reinmachen. Okay, dann kann ich jetzt hier anfangen, die grobe Fläche mal ungefähr zu machen. Mal schauen, wie groß ich es am Ende eh haben möchte. Mach dann hier an den Ecken jeweils Baumstämme so nach unten. Dafür muss ich wahrscheinlich noch einige Farmen gehen. Muss noch mal kurz sagen, also der Durchgang, der gefällt mir jetzt richtig gut. Ich habe den jetzt hier fertig gemacht. Also von außen sieht der schon richtig, richtig nice aus. Vielleicht kann ich doch hier ein paar Elemente hinmachen, dass es ein bisschen mehr Tiefe hat. Definitiv. Aber ansonsten sieht dieser Durchgang einfach nur mega fresh aus. Und jetzt ist mein Schwarzeichenholz leer. Bedeutet, ich muss jetzt erstmal dick farmen gehen. Und hier haben wir direkt die Schwarzeichenlandschaft. Freunde, ich sag's euch, ich finde Schwarzeichenholz wirklich einer der schönsten Holzsorten. Die sind auch einfach so dunkel und es ist herrlich. Mit fast 2,5 Stacks an Schwarzeichenholz bin ich hier wieder zurück auf meiner Insel. Und da geht's auch direkt weiter. Und der letzte Block, zack. Die Bodenfläche ist jetzt mal fertig. Oh, wobei mir ist aufgefallen, dass ich hier eine Reihe vergessen habe komplett. Das heißt, ich muss hier noch eine Reihe komplett hinzufügen. Aber das sollte jetzt hier nicht das Thema sein. Also auch wieder hier diese Holzstämme einmal ab, damit sie wieder an der richtigen Stelle sein können überhaupt. Wobei mir jetzt hier der Gedanke kam, dass hier so in der Mitte von der äußeren Ecke immer hinzumachen, weil ich glaube, dadurch hat man noch mal ein bisschen mehr Tiefe und das sieht dann ein bisschen cooler aus. Ich gucke mir das gerade mal ganz kurz an. Also ich muss sagen, das wirkt tatsächlich ziemlich gut. Dann würde ich hergehen und tatsächlich das Ganze hier so mit den Steinziegeln wieder machen. Oh, so natürlich nicht, aber so dafür. Und dasselbe dann hier so am Boden entlang. Ich glaube, das sieht tatsächlich viel, viel besser aus. Und ich habe mich hier verbaut und da drüben auch. Aber ich finde, irgendwie hat das was so mäßig, dass dieser Holzstamm da so sein soll. Dann mache ich das gerade mal bei all der 4 Säulen, die ich hier hingestellt habe. Nice, jetzt sind alle 4 Säulen hier mit Unterstützungssteinziegelstufen. Und jetzt möchte ich kurz mal was ausprobieren, wie das aussieht. Ja, okay, doch, krass. Das wirkt krass, weil ich will hier so nicht komplett nach unten und nach oben, sondern wirklich nur hier so den Mittelbereich mit diesen Mauern voll machen. Ich glaube, das kommt richtig krass. Hallo? Wer ist hier? Wer bist du? Was machst du da oben, Alter? Hey, du Hütchen! Ich hab dich neulich im Zauber gesehen. Du bist ein Freund von diesem Timmy. Ja, richtig. Ich bin seine rechte Hand geworden. Ich bin nicht nur sein Freund. Ja, und ja, richtig. Ich hab genau mitbekommen, dass einfach was gegen Timmy hat. Wer hat was gegen Timmy? Gar nix. Ey, guck mal, zu wem gehörst du eigentlich? Also, du hast ja Alpha-Clan-Rüstung an. Gehörst du nicht auch zum Alpha-Clan? Ich war damals im Alpha-Clan, aber der wurde damals wieder aufgelöst. Wer bist du? Alter, ich bin Kiru. Ich zieh meinen Hut, weil ich hab so einen schönen pinken Hut an. Oh, du siehst sehr cool aus. Du hast sogar so einen Schnabel. Ja, du hast sogar auch einen. Ey, bist du auch ein Huhn? Nein, weil ich bin der Ente, was willst du von mir? Alter Ente, geil, ich bin ein Huhn. Ey, also, warte mal, du gehörst dann also nicht zum Alpha-Clan. Das heißt, du gehörst zu den Bizeps-Brüdern, oder? Nee, ich hab keine Ahnung, ich hab doch nicht mal Arme. Ja, okay, hast du auch wieder recht. Gehörst du zu den Toilettenkriegern, Alter? Nein, mit denen hat sich immer Beef. Die hab ich immer bekämpft. Hallo, die hab ich gefangen genommen. Ich habe Wife runtergestoßen damals. Die haben ja, gut so. Heißt das, du hast eigentlich niemanden, zu dem du gehörst? Ja, ich bin obdachlos eigentlich. Ich hab nicht mal ein Haus. Ich hab nicht mal eine Base. Alter, ey, ich baue ja gerade hier auf der Insel. Wollen wir hieraus eine Schnabelinsel machen? Oder eine Chickeninsel cool machen, Mann. Alter? Du und ich auf dieser Insel? Das war mega cool. Was macht man hier so? Alter, wir bauen hier, machen unsere Pläne und werden die komplette Insel übernehmen. Eine Hühnchenfabrik! Ja! Aber eine nicht tödliche. Knusprig? Nicht knusprig! Die müssen alle leben! Knusprig?
Ich, guck mal, ich teile sogar mein Brot jetzt mit dir. Oh, lecker! Ich hab ja! Ey, Leute, das ist richtig geil. Jetzt haben wir Ente hier auf unserer Insel und wir haben jetzt die Chicken-Insel dadurch gegründet. Hast du Diamanten, die ich klauen kann? Klauen ist schwer, aber ich kann Diamanten teilen mit dir. Guck mal, Ente. Ja? Als Zeichen für unsere Gründung gebe ich dir 33 Diamanten. 33 Diamanten? Ja. Oha, was? Das ist eins mehr als ein Stack, Alter. Die guten Brote, die ich dir gerade gegeben habe. Guck mal, ich habe sogar Köpfe, zum Beispiel den Eifersteinkopf. Oh, wo hast du den her? Tja, wüsstest du gerne. Ey, wir haben letztens Eiferstein damit herbeschworen hier auf die Insel wieder. Er ist wieder da. Ich weiß, dass er fies ist. Ich habe ihn aber noch nicht getroffen. Oh, das muss auch unbedingt noch passieren, Alter. Das wird richtig gut. Ja, aber ich habe doch mehr Sachen dabei. Ich habe doch Armor-Trims und alles Mögliche. Oh. Und ich habe auch das Drachenei. Oh. Ey, wir können die Insel damit so schön beschmücken. Guck mal, wer ich jetzt bin. Hey, ist das der Kopf von Ami? Ich bin ein Toilettenkrieger. Warte mal, hast du den Kopf von Ami oder was? Ja, wir haben den letztens im Gefängnis gehabt und da haben wir ein bisschen seine Köpfe gefarmt. Wie viele Köpfe hast du von Ami? Ich habe nur einen, den anderen habe ich Timmy gegeben, aber es gibt, glaube ich, insgesamt 6 Stück. Perfekt, das ist gut, dass Ami das Kopf gefarmt wurde. Der hat mich immer so geärgert, aber hier war der jetzt auf einmal nicht zu mir neulich. Was? Ich glaube, der will, dass du auf deren Seite bist oder so. Ich weiß es nicht, ich bin auch auf keiner Seite. Aber egal, wir sind jetzt auf jeden Fall Chicken Bros, Alter. Ja, Mann! Wir sind richtige Chicken Bros! Ja! Wir müssen immer sprengen! Ja, die Wasserkriegerbase am besten. Nee, dann noch zu gefährlich. Ja, okay. Argument, Alter. Jetzt Schluss, ja! Ja, jetzt Schluss, Mann! Jetzt Schluss, ja! Ich hab, hier, guck mal. Ich hab noch TNT übrig. Das werden wir richtig gut planen, Alter. Damit wir direkt allen sagen können, hier ist Schnabellandschaft! Oder den Alpha Tower Sprenger. Da bin ich dagegen. Okay, dann nicht. Ja, okay, aber wir sehen uns dann auf jeden Fall. Wir sehen uns. Mach's gut, Alter. Ey, wie krass ist das denn? Ente und ich sind jetzt einfach Chicken Bros. Abonniert auf jeden Fall, um nicht zu verpassen, wie ich das Haus fertig baue.